Ja, hallo, weiter geht's mit Exodus from the Earth. Wir haben ein klein wenig eine Änderung hier. Und zwar haben wir jetzt ein Mitglied mehr. Hallo. Hallo. Wie Das geht's? heißt, wir sitzen jetzt zu viert. Ja. Gute Satoru ist jetzt mit dabei. Ja. Ja, ich bin bekannt als der Satoru. Oder auch Serdar. Ja. Genau, und ich muss ja erst rausfinden, wie ich hier durchkomme. Gott, ich sehe wieder das Spiel und ich denke mir direkt wieder, Gott, diese Machine Gun sieht doch echt so aus wie eine aus Quake 2, nur ohne Scope. Okay, ich muss den Gas-Supply blocken, steht da. Sonst bekomme ich Schaden und geht vielleicht mit irgendwas. Haben wir das nicht schon irgendwie letztes Mal schon ausgemacht da? Nee, ich habe gesagt, ich mache das nächstes Mal aus, weil ich habe nicht ganz herausgefunden, wie das ging. Ja, Ne. so. Ja, okay. Deswegen. Sowas. Oh Mann, ey. Das Spiel sieht grafisch schon mal nett aus, habe ich gesagt. Ich mag die Lichtsetzung. Sieht sehr 2005 aus. Ja. Das Spiel kam, glaube ich, glaube ich 2008 ungefähr, glaube ich, raus oder 8, so. 9, irgendwie so in die Richtung. Ja. Die Waffe, die durch das HUD klippt, ey, unten rechts da, ey. Ja. Und wenn man reinzoomt, ganz viel. Wie genau heißt das Spiel nochmal? Exodus? Noch was? Noch was? From the Earth. From the Earth, ja. Boah, das war so ein richtiges Rätsel hier. Oh, weiter Ja, geht's. 2008 kam's raus. Ja. Okay, das geht aber schnell hier. Mal kurz gucken, wo der Spielspeicherknopf wieder ist. Den braucht man ja häufiger mal. Half-Life 2 Sound, ja. Typische Stock-Sounds halt. Ja, die haben wir in dem Spiel auch schon ganz viele gefunden. Diese typischen Stock-Sounds. Ja, ich höre es auch oft von anderen Spielen. Irgendwelche typischen Stock-Sounds, wenn mal halt auf ein Gitter gelaufen wird oder so. Oder halt. Ja. Oder wenn mal, oder manchmal sogar die Doom-Tür Stuck-Sound. Hä? The fuck? Ja. Das ist eine unsichtbare Ja. Mauer. Nein, das ist ein unsichtbares Kraftfeld, um dich da zu hindern, weiter zu gehen. Beziehungsweise werden da deine Kugeln aufgefangen. Ja, Also das wie halt Neo aus Matrix 1 da, wo er da auch die Kugeln aufgehalten hat. Das ist die neueste Technologie. Ja, hat nicht so viel genützt, wenn man einfach durchlaufen kann. Stock-Sounds in Filmen sind auch vor allem ziemlich lustig dann, ey. Ein Jail-Ding in The Bourne Identität, ey, habe ich mir wieder angeschaut. Und einfach dieser Nachhörde-Sound aus Timesplitters kommt davor. Ich denke irgendwie so, oh, geil, ey. Die schlimmsten Stock-Sounds, die ich kenne, die manchmal benutzt werden, sind Baby-Stock-Sounds. Ja. Also halt Babygeräusche. Ich kann immer jemanden erziehen, voll aufgeregt, weil dieser Vogelgezwitscher Sound immer genau der gleiche ist in jedem Film. Okay. Man kann auch aber definitiv sagen, das Spiel hier ist definitiv besser als einige moderne Videospiele. Ja, ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich weiß auch nicht. Also, wenn man das so für einen 10er oder für einen 5er oder so bekommt und
so zwei Abende oder so hat, dann kann man sich das durch mal, dann kann man sich das durchaus mal anschauen. Gerade für ein Spiel, das 14 Jahre alt ist. Ich glaube, ich muss dahin oder so. Es ist vielleicht einfach ein wenig unterwältigend oder so, aber eigentlich gehst du noch klar hier. Ich meine, ich hatte eigentlich, als ich mir das gekauft habe, keine Erwartungen. Deshalb wurde ich auch nicht enttäuscht. So. Okay. Das hat auch alles so eine richtig cheesy Story, cheesy Cutscenes, alles hier. Ja. Wenn man es gut macht, kann es ja unterhaltsam sein. Aber macht es denn auch überhaupt gut? Das ist meine Frage. Naja, das Spiel hat einige Schwächen. Alles klar. Ja, du schießt definitiv. Also die Gegner-KI ist definitiv eins davon. Ich mochte einfach, wie die Explosion aussah. Irgendwie fand ich das ziemlich cool. Ich kann ja gar nicht mehr hochspringen. Okay. Komme ich dann sonst hoch? Auf jeden Fall nicht über diese Plattform. Ich glaube, bei den Plattformen, das hat nichts damit zu tun, so. Meinst du, die hier haben nichts damit zu tun? Ja, die sind einfach nur da, um da zu sein. Ja. Glaube ich nicht. Ich glaube, du musst irgendwie hier drauf und da darüber. Also, dann kannst du nämlich, wenn du hier oben drauf kommst, dann kannst du hier hinspringen, dann kannst du die Leiter hoch und dann kannst du da drüber. Ah, hier ist eine Leiter. Oder okay. Da ist eine Leiter. Ja, das ist einfacher. So. Yeah. Ey. Schöne Jumping Puzzles à la Half-Life 1 da noch. Oh Mann. Ich geh einfach mal hier hin. Da sind auch noch Leitern, so. Ja. Das ist irgendwie echt eins von diesen Werte-Fuck-Do-I-Go-Games irgendwann. So. Zauberknapp. Yeah. Und es kommt so ein Axtman. Ja. Oh yeah, Task completed. Cool. Ah, jetzt habe ich die Keycard bekommen. Die war natürlich da oben aus irgendeinem Grund. Hurra. Cherry, wo hast du wieder die Keycard hingelassen? Da oben! Warum hast du die da oben hingelegt? Weil ich Bock drauf hatte. Aha. Greg. Was sind Dudes? Oh yeah, Hinterhalt. Oh, richtig gestealthed. Ja. Richtig Deus Exed, hab ich gegangen. Richtig weggemetalgeared. Okay. Wirst du sie noch Splinter Cellen? Stimmt. Oder noch Hitmanen. Ja, okay. Alter, das ist. Warte, ich hab Munition da drin. Cool. Hui. So, jetzt muss ich irgendwo Lebenspunkte finden. Ich habe nämlich keine mehr. Ja, jetzt habe ich keine mehr. Ach ja, da steht die Tür. Ist auch sehr sinnvoll, dass alle Türen gleich aussehen. So, ist wieder hier Hitmanen.
Ja, wenn die Gegner-KI nicht so Aimbots wären, dann wäre das um einiges angenehmer. Okay. Ja. Das ist, ja. Das ist eine, halt eine mächtige Axt. Ja, das stimmt. Oder sehr billiges Glas. In der Axt ist C4 drin, deshalb macht das Explosionsgeräusch. Ich verstehe das falsch, das ist alles extra so gemacht. Es soll natürlich explodieren. Für den Fall, dass jemand versucht, durch das Fenster reinzuspringen. Mit einem Hechtsprung. Ja, falls jemand die Schlüssel wieder vergessen hat, springt er einfach durch. Ja, eben. Hat er wieder Pause im giftigen Kühlwasser gemacht. Und seine Keycard vergessen. Die er da oben hingelassen hat. Jerry, jetzt musst du wieder durch das Fenster springen, oder was? Ja! Oh Mann. Da sind bestimmt Gegner dahinter. Schau mal. Falsch hast du. So. Ich jag das mal in die Luft. Boah, richtig Battlefield 4. Boah, Fahrzeug parkt. Yeah. Okay. Ja, hier ist schon Power Field Generator. Boah. Richtig Zukunft hier, ey. Ich muss da hoch, um Shit zu machen. Um Rippisch. Die ist Turret gesniped. Auch hier schon wieder was. So, man muss einfach erstmal da hochklettern, nur um das Tor aufzumachen. Ja, das ist viel zu einfach, wäre das einfach rechts an der Seite. Das Auto steuert sich übrigens richtig ass. Ich jetzt mal, ja schon mit WASD und so weiter und Kamera ist ja unabhängig. Ja, ja Kamera ist unabhängig. Zum Glück. Das ist, klar, sieht man ist nicht so wie bei Halo da. Nee. Oder Borderlands. Ich hasse es, wenn so ist das. Die Kamera halt abhängig ist mit der Fahrzeugbewegung. Ja. Das glaube ich auch mal, das meistens auch glaube ich nur bei Konsolenspielen so. Kommt raus. Oh, ich hab keine Ahnung, ob ich das in der letzten Aufnahme schon erzählt habe, aber ich hab mir den GTA Vice City da zum Laufen gebracht, jetzt auf dem PC. Und oh boy, musste ich da einen Haufen Patches drauf installieren, ey. No. Glücklicherweise habe ich auch die Original, noch eine Original-CD. Das heißt nicht diese kacke Steam-Version, wo einige Lieder rausgenommen wurden wegen Lizenzzeugs halt. Hab nun trotzdem mich noch eine Custom-Musik noch drauf. Aber erstmal ein Uncut-Patch draufladen, weil es war noch die 16er-Fassung. Dann noch diese Widescreens und all diesen Silent-Patch dann noch draufpacken. Dann noch irgendwelche Plugins, Activator-Dings, Zeugs noch draufpacken. Eine Mod, wodurch die Kamera sich komplett frei bewegen kann, wenn man mit dem Auto ist.
weil davor war es halt nur so, im Auto kann man entweder nur geradeaus gucken mit der Maus, also oder halt mit Q oder E nach links und rechts schauen. Mit der Maus konnte man gar nichts da machen an der Kamera. Das ist echt angenehm so. Vice City, also jetzt wo so sie jetzt spielbar ist, ist echt nice. Schon gut. Der Typ einfach die Schrotflinte so Lichtgeschwindigkeit nachlädt, ey. Der geht halt voll ab. Der ist den Künsten, das sind die Schrotflinten nachladen, ist ausgebildet und trainiert und perfektioniert worden. Ja, von den Ninjas. Von den Shotgun-Ninjas. Aus Miami natürlich. Auf ihren Bikes. Natürlich die Ninjas in Miami, die Ninja-Biker-Gang in Miami die Drogen verkaufen. Stopp. Ob die eine Chance gegen den Samurai Cop hätten? Bestimmt nicht. Nee. Höchstwahrscheinlich nicht. Samurai Cop, ey. Wunderbar amateurhaft einfach. Auf jeden Fall. Aber deutlich unterhaltsamer als einige moderne Filme, das muss man schon sagen. Yep. Dem stimme ich doch so gerne zu. Aber ich habe echt gedacht, er würde mehr Samurai-Sachen machen, der Samurai-Kopf. Ja. Hat er echt nur ganz am Ende ein Schwert benutzt. Nein, der heißt Samurai Cop. Geh weg. Okay. Und dann einfach nur so, oh je, am Ende so ein Samurai-Kampf. Ich find's noch toll, wie der eine halt in den Wäschekorb-Dings versteckt. langsam auftaucht, mit dem Schwert dem Typen in den Kopf abbringt. Sich dann in dem einen Wäschekorb-Dings. Ich hab vergessen, was das ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Wäschekorb ist. Aber er setzt sich dann einfach wieder rein. Und versteckt sich da rein. Obwohl er sich schon als ein Doktor verkleidet hat. Von des Geistes, das sah eigentlich nur so aus, als ob er ihn die Kehle abgeschnitten hätte und nicht seinen kompletten Kopf abgehackt, ey. Das ist das Beste daran eigentlich. Ja. So eine ganz leichte Bewegung. Ach, du musst es so verstehen, dein Katana ist doch so scharf. Da kannst du mit einer leichten Bewegung gleich jemanden den Kopf versehentlich abschneiden. Schärfste Katana der Welt, ey. Ja. Bye. Okay. Boah, jetzt sind wir in Halo 1 angelangt, beim Finale. Immerhin, jetzt sind wir in Half-Life 2 angelangt. Ja, das sind die Stationen der Videospiele einfach. Ich guck mal, ob man hier rein kann, ich weiß gar nicht. Immerhin kann man hier mit dem Fahrzeug da auch rumballern, nicht wie bei Halo 1 da auf dem Warthog, wo man nur fahren kann, ey. Naja, und da muss man drunter sitzen, dann. Das ist so der schlechteste Part in Halo 1, ey. Was das Ende? Nee, wenn man den Warthog fährt, dann muss einen KI-Typen da für sich schießen lassen. Ach so, ja. Ja, das ist immer nervig. Ja, vor allem, weil die halt teilweise richtig viel Schuss in die Wände reinballern und so. Ja. Die KI kann halt gar nicht mehr ziehen. In Halo 2 kann ja tatsächlich die KI dann sogar das Warthog fahren, man kann dann selber ballern. Die fahren zwar nicht, das ist das sehr Basis-Fahren, was sie da machen. Aber es funktioniert. Wo sind die Gegner? Ja, Mann. Q.
geworden. Oh yeah, oh yeah, das ist ein gigantischer Raketenwerfer. Da war fast mal so, der fast den halben Bildschirm verdeckt. Ja. Fast so gut wie der eine aus Resistance 2. Oder, nee, aus Killzone 1, der wirklich, der verdeckt wirklich fast den gesamten Bildschirm. Ja, das stimmt. Oh, ich glaube, jetzt habe ich auch alle Waffen hier gefunden im Spiel, weil ich habe alles trotzdem belegt. Oh yes, es kommt einfach ein mega fetziger Metal-Soundtrack. Stimmt, die Musik ist ja auch ein bisschen misplaced, ja. Ich sag genau wie bei Samurai Cop. Naja, Samurai Cop, ey, wie häufig irgendeine normale 0-15-Szene so heftig mit der Musik unterlegt ist, ey. Das ist so tryhard einfach. Ich hab gedacht, die Steuerung wäre hier drin. Ah, ist auch. Lol. Sieht jetzt so ein Auto. Oh shit, man. Da rechts nach oben oder hier? Und wenn du stehst auf dem Schild. Sunspring Dam. Okay, ich glaube, da müssen wir hin. Okay, die Physik ist gar nicht so mega schlecht. Muss ich nur mal kurz dran gewöhnen, aber es geht eigentlich. Hold up. Der Alarm Sound. Sorry. Oh, schon da. Wo ist das Scheißding? Da oben. Ich hab's schon ausgeschaltet. Okay, perfekt. Was geht mit dem Ding auf? Jo, an meinem Auto ist mega viel Blut dran, what the fuck. Okay, wir werden gleich einen Ambush haben. Ja. Müssen noch ein bisschen drauf gefasst sein, Leute. Ich bin natürlich nicht dumm genug, um da reinzufahren. Ich habe hier die Sniper. So, surprise! She thought you were going to die today. Surprise! Das ist dem scheißegal, der Typ ist Hardcore, man. Aha, erstens ist es eben nicht weiter. Perfekt. Oh Mann, und der fällt einfach so um wie so ein Sack Reis, ey. Also einen Raketenwerfer habe ich schon mal ausgeschalten. Ach, alle Gerüchte über den kinetischen Impact, das sind alles falsch. Du fällst um wie ein Sack, das ist doch normal. So, am besten wird auch irgendwie so Soundgeräusch vorkäme dann. Ich hasse einfach, wie die ganze Umgebung so. Ah,
glitscht, Alter. Sonne. Oh, aus welchem Spiel? Ja, es kommt, das ist doch in einigen Spielen noch so der Fall. Dass es dann auch so komplett am Abspacken ist dann. Ja, das ist wahrscheinlich, weil das LOD halt angezeigt wird, nicht das, so wie es eigentlich aussehen soll, dann spackt es rum. Ja. Boah, in irgendeinem Spiel war es auch mal der Fall, ich weiß nicht mehr in welchem. Es ist eigentlich ein. Okay, es ist in vielen Spielen dieser Fall. Ich weiß nur, dass in Skyrim, wenn man wenn die Mods nicht so richtig geladen sind, dass da mal die LODs gerne mal abspacken. Und das, was man da einfach machen musste, ist einfach nur die LODs in den Ordner löschen. Und das würde dann das Problem mehr fixen. Okay. Schießen ihre eigene Barriere kaputt. Und ich finde eigentlich voll schade, dass die erst gespawnt kommen, weil dann kann ich die Folge gar nicht abknallen. Naja. Ich habe mir das schon bemerkt, dass hier alles hinter uns war. Change the jam. Das ist ein lustiges Detail. Ja. Okay. Kann ich offensichtlich nicht weiter fahren. Ich guck mal, wo es lang geht. Jo. Na, irgendwo explodiert einfach irgendwas. Ja, da ist gleich noch irgendwo ein Turret. Na, egal. Das hilft mich ja sowieso nicht. Ich weiß nicht sicher, ob ich da einfach drüber fahren muss oder ob ich hier irgendwie rein muss. Ich glaube, hier runterspringen soll ich nicht, weil dann sterbe ich ja gleich am Fallschaden schon fast. Na, wo ich muss einfach schon. Der Typ hat einfach Glasknochen, er verliert 20 HP, wenn er runterspringt. Kann so. Vielleicht kommt das auch von den 1000 Waffen, die er sich immer nur mit bei sich tragen muss. Ja, genau. Das ist einfach dreimal so schwer, wie er eigentlich sein sollte. Dann ist es ja klar, warum er dann so viel Fallschaden erleidet. Okay. ich mach einfach Quick Load. So. Da schießt einfach ganz dreist mit Raketenwerf auf mich. Das ist das Far Cry 1. Stirb. So. Das ist ja Far Cry 1. Und guck es doch mal an, ey. Aber wenn ich hier ins Wasser springe, bekomme ich vielleicht keinen Schaden. Nope. No, nee. Sehr gut. Ah, da ist schön.
Hallo. Jo. Ach ja, Probleme haben beim aus dem Wasser rauszutreten. Schlecht, schrecklich. Ja, ich kann mich erinnern, dass einige Spiele mal so ein Problem hatten. Kann mich jetzt aber auch nicht exakt an ein Spiel erinnern. Oh, hoppa. Na, ah, alles klar. Who the hell are you? Shotgun ist gar nicht schlecht. Ja, sieht nach einer ordentlichen Shotgun aus. The doors with the blue control lights have been blocked as they are equipped with the identification systems. You have to find the way to open them. Ah, okay. Ah, ich glaube, ich muss gar nicht über das Wasser mit dem Auto. Ich muss, glaube ich, es gab ja vorher noch einen zweiten Weg da den Berg hoch und ich glaube, da muss ich dann hin, aber da ist irgendwie ein Gate, was ich hier aufmachen muss oder so. Ja, okay. Ja, mir egal. Keine Gefangenen, keine Zeugen, keine Überlebenden. Kein Spielspaß. Alles. Der war gut. Das war aber sehr viel Spaß. Ja, hat aber gar nichts gemacht hier. Mir in die Fräse. Ich finde immer, du schiebst die Sterbe. Oh, guck mal, der Fan. Ja, die, nee, das wäre ja unmenschlich, den Schlafmann zu töten. Das mache ich nicht. Ja, mach ich auch nicht. Schieß auch nicht. Power on. Du hast dich an dein Wort gehalten. Du hast nicht geschossen. Ja. So wie im Fall. Nee, guck mal. Also Gore hat das Spiel. Zumindest in der ungeschnittenen Version. In der deutschen Version hat das keinen Gore. Das ist ja mal wieder klar. What the hell? Julius. Also ein Script-Event. Wow. Irgendwie voll unintuitiv, weil das passiert so in so einem Schnee. Was geht mit dem, was haben wir gemacht? Jo, der hat eine Knarre. Hallo. Fuck. Okay. Der ist so gar. Jo, gar keinen Bock. Ah, hier Scan. Okay, jetzt muss ich mich reinschauen wahrscheinlich. Oh, spielt um 3 am Anfang. Oh, was habe ich? Access. Cool. Ja, ich bin hier derjenige, der Granaten schmeißt, nicht du.
Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Hier war ich doch ganz am Anfang. Ja. Jetzt kann ich hier hoch. Yo, what the fuck? Jumpscare. Jetzt ging mir der auf den Ball mit der Hunde tot, Alter. Oh, hier Keycard, yes. Ich mag Keycards. Ich wünschte, ich hätte eine Keycard im echten Leben. Könnte man einfach an jeden Ort hingehen, wo man will, einfach weil man vielleicht die Keycard hat. Ja. Kann man einfach sagen, hey, ich hab die Keycard und dann so, okay, bist dabei. Kommst rein. Egal wie breit der Tür steht, komm schon in den Club. In the Club einfach. Up, down. Okay, down. Da lässt sich selbst der Hakan in den Club rein. What the fuck? Ist ja voll unfair. Aber wenn Hakan es schon macht, dann weiß man, dass es... Das ist einfach krass. Who is here? Dann weißt du halt, du kannst überall reinkommen. Ah, das sind die dicken Typen. Sind gestorben? Oh yeah. Damn. Es muss ja in einer Bock. Oh, guck mal, der ist weg. Ich will nicht. Wie die irgendwo rumschreien, so. Großartig, ja. Das sind krasse SMGs. Also jetzt nach diesem Abschnitt hast du jetzt, glaube ich, dann zwei Drittel des Spiels durch. Was jetzt gerade? Habe ich zwei Drittel vom Spiel durch? Ja, fast. Easy. Heftig, ey. Alter, ich hasse so sehr. Ich verstehe übrigens gar nicht, warum hier ein Objective ist, der Armored Car must survive. Ich meine, das ist doch scheißegal, ob das überlebt oder nicht. Ist irgendjemand hängt das Auto an irgendeinem emotional oder glaube ich oder so. Ey, hier, ich schmeiß zurück. Ah, fuck. Okay. Muss halt die gute alte Assault Rifle ausgepackt werden. Ich habe beide erwischt. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ah, und ich bekomme hier ein neues Auto. Slick. Ja, das ist gut, weil da habe ich wieder volle AP. Vor allem, das ist halt auch ein dummes Objective, The Armored Car must survive. Das ist schon mein drittes Armored Car, scheißegal, welches Auto das ist.
Du musst trotzdem surviven. Okay. Das ist ganz essentiell. Ich finde die Musik hier eigentlich gar nicht so übel. Schon irgendwie was anderes. Geht doch irgendwie schon durch, ja. Ich dachte, da wäre noch ein Turret. Das habe ich schon umgedreht. Ich kann die Raketen nicht abschießen. Müssen Anlauf nehmen, glaube ich. Okay. Und yeah. Ich mach einfach mal den Schiff hier an. Okay, da hält schon die Musik. Ja. Gerade wo es mit dem Soundtrack besser wurde, geht es schon wieder zu Ende. Ja. Echt schade. Schade auch. Dafür gehen wir jetzt erstmal in den Strand. Urlaub machen. Yay, der Strand. Erstmal Sonnenbrand kriegen. Naja. Obwohl. Mondbrand. Mondbrand. So lange im Mond gestanden, kriegt man einfach einen Brand davon. Vielleicht ist das ja so ein Ding wie Schneeblindheit, weißt du? Was? Schneeblindheit? Ja, wenn du in einem Gebiet bist quasi, wo es nur Schnee gibt und die Sonne scheint, dann kann es sein, dass die Sonne vom Schnee aus so reflektiert, dass es so hell ist, dass du blinden kannst. Deshalb tragen die ganzen Leute, wenn die in der Antarktis sind oder so auch immer, so Schutzbrillen und so. Oh. Heftig, ne? Was man hier so alles lernt. Jemand wollte mir mal klar machen, dass der Mond, auch wenn es wahr ist, dass der Mond das Licht der Sonne reflektiert, er meinte, dass der Mond dieselbe Menge an Licht auf die Erde zurückreflektiert. Aber das würde ja keinen Sinn machen. Dann wäre die Nacht immer noch so hell wie der Tag. Jo. Wenn der Mond. Vielleicht liegt es ja daran, dass der Mond halt extrem klein ist. Nicht nur das, es liegt auch daran, dass der Mond aus einem Gestein besteht, dass das Sonnenlicht nicht komplett reflektiert. Und nur halt ein Teil des Lichts auf die Erde zurückreflektiert. So. Astronomie beendet.
Das muss ich ja machen. Was ich vielleicht eine Granate drauf werfen oder so? Hm. Ja, Tatsache. Nice. Ja. Erstmal die simplen Wege ausprobieren. Granate draufschmeißen. Was macht am meisten Schaden? Aber nochmal ganz kurz. Wenn deine Haut extrem empfindlich ist, dann könntest du wirklich einen Mondbrand bekommen. Wenn halt das 7% des Sonnenlichts, das vom Mond reflektiert wird, auf dich scheint. Also es ist nicht komplett unmöglich. Theoretisch gesehen. Ein Mondbrand. Da muss man echt noch krasser bleiche Haut haben als Dracula, ey. Du müsstest so ein richtig extrem krasser Fall eines Albinos sein. Aber es hat doch dann doch eigentlich immer noch einen Sonnenbrand, weil der Mond reflektiert ja nur das Licht der Sonne. Das heißt, naja. Theoretisch ja. Na, praktisch gesehen ja, der Mond tut das. Was man hier so alles diskutiert und lernt, nicht wahr? Kann ich schon fast und es gibt auch so Kategorien auf YouTube, da gibt es eine so eine Lernkategorie. Kann man das Video so reinpacken? Ja. Pack das Video unter Lernkategorie, genau. Und im Hintergrund ist es einfach irgend so ein dummer Ego-Shooter, ey. Während wir davon reden, wie theoretisch es möglich ist, dass ein Mensch einen Mondbrand bekommt. Hinterher ist einfach die Hälfte davon falsch aus. So scheiße. Nah, I'll be fine. Hier drin steht dieser Generator. Wie komme ich hier rein? Vielleicht die zwei Dinger davor da irgendwie in die Luft jagen. Das habe ich irgendwie auch gedacht, aber die sind halt nicht rot markiert, dass ich die sprengen könnte. Switch of the Force Field. Okay. Schön mit dem Ding hier. Schauen wir mal, was davon ist. Ah, da ist schon, glaube ich, zu. Ja. Yep. Ja, okay. Gibt's keinen Schalter, wo man dann alles zugeht? Ich habe irgendwie gedacht, dass hier in den Hütten ein was wäre, aber in den Hütten, da kann man ja nicht rein. So. Ja. Oder vielleicht in den größeren Haus vielleicht? Meinst du das dann? Ja. Ah, dann, das habe ich schon ausprobiert, aber ich guck noch mal. Ja. Guck nochmal den anderen Energiefeldern. Der ist ja weiß geworden. Oder war er schon immer weiß? Ja, es ist mir auch aufgefallen, dass er hier weiß ist. Aber vielleicht kann ich irgendwie mein eigenes Energiefeld anmachen, dann kann ich durchfahren. Weiß nicht.
Ah, guck, das geht. Ja. Ah, 500 IQ. Big Brain. Ja. Na, entweder war das jetzt wirklich nur wegen dem Kraftfeld oder man konnte einfach schon so durch. Mit das Bild in der Wand. Was? Activate the turrets. Find the active communication channel. Attention, lack of energy. Jo, egal. Okay. Das war mal ein interessanter Cut. Schönes Poster. Ja. Ich mag vor allem den Teil hier. Ich glaube, das ist der beste Teil im ganzen Spiel. Oh, das war nur ein Troll. Danke. Okay. Ja. Solange er es jetzt nicht versucht, dich abzuknallen und das sieht so aus, als ob es das tut. Ja. Ich hab Schilde. Vielleicht kannst du es ja irgendwie so machen, dass die Schilde angreifen, keine Ahnung. Ich komme nicht mehr raus. Push Ass. Und jetzt. Richtig. Ja, nee, hast mir geschafft. Geht doch nicht so Batz aus jetzt. Fahr mal nach oben, dass ich das Zelt abknallen kann. Dann sind meine Schilder wieder regeneriert, dann geht es. Oh shit. Okay. Schöne Fahrphysik. Ne, ist noch nicht tot. Ich glaube nicht, dass man die Raketen, wenn es die abfeuert, abnehmen kann, oder? Ne, glaube ich auch nicht. Es ist kaputt. Ey, jetzt muss ich nur irgendwie wieder auf die Straße. Fuck. Ich glaube, ich muss das Spiel gleich kurz mal neu laden. Ich komme nicht auf die Straße, glaube ich. Oh shit, man. Na egal. Nicht so schlimm, wir wissen ja erst, wie es geht. Keine Zeit verloren. Okay, es geht leider nicht. Man kann nicht über den Haufen fahren. Noch ein bisschen. Speichere ich mal hier. So. Alter. Von da oben. Ja, versuche jetzt nochmal hinzufahren, aber ohne dass ich mich hinter die Leitplanke platziere. So. Ah, Moment. So. Gerettet nochmal. Nein! Bitte nicht. Es gibt ja Spray and Pray and Shoot und hier ist das Drive and Pray. So, bitte lass es einfach das Auto durchfahren da. Ja. Okay. Ich hab nichts gesagt, dass die V-Physik gut ist. Nimm alles zurück.
Hat es hier nicht andere Sachen auch noch? Oh mein Gott. Ich komme echt nicht zu Fuß rein, ich komme nur mit dem Auto rein. Wow. War ich einmal da den Elektrogenerator dort da hinter dir vielleicht mal zerstören? Ja, den. Ah, ja, schön. Hallo? Ja, gut, dann halt nicht. Dann eben so. So. Fucking Flasche. Nein, nicht umkippen. Ey, okay. Es hat's was gebracht. Ah, ich weiß, warum das so lange dauert. Während er den Communication Channel searcht, werden die ja so weiß und dann kann man da halt reinfahren. Und dann hat man die Chance, die Dinger zu zerstören. Hier. Gehen die ganz aus, vielleicht? What the fuck? Ich schau mich gerade bisschen. Ich recherchiere gerade bisschen über die Entwickler des Spiels. Und es sieht so aus, als haben sie nur 3 Spiele. Und Exodus ist ihr letztes Spiel seit dem Jahr 2007-2008. Joa. Es soll die Jauras Action und Racing Driving haben. Nein. Action klingt gut. Ja, Action klingt gut, Racing Driving, nein. Vielleicht kommt ja in Action auch Action Jackson vor. Die haben seitdem keine Spiele mehr rausgebracht. So wie ich es recherchieren kann. Die haben aber eine LinkedIn-Seite. Soll ich doch, ne, das andere habe ich zerstört gehabt, ne? So, Schiss kaputt. Willst du das noch zerstören? Ja. Ach, sehr schön. Ich dachte, wir werden jetzt auch ewig mit diesem Waffensound-Loop da gequält. Nee, es ist tatsächlich besser als das Remake von 13. Ach ja, stimmt, es gab ja mal ein Remake. Ja. Warte mal. Es gab überhaupt, es gab ein Spiel namens 13. Ich glaube, so muss es eher eigentlich heißen, dass es überhaupt ein Spiel namens 13 gab. 13 will ich ja auch noch spielen dann. Ja, bin ich auch. Aber erst, gespannt drauf. Aber erst viel später. Na wohl. Wir könnten ja ein bisschen so, jetzt ein bisschen das umändern, wie viele Spiele wir jetzt mal spielen, wo jetzt der Satoru noch mit dabei ist da. Ja. Bisher, also bei der ersten Welle hatten wir ja 6 Spiele pro Person da gemacht. Das erste Spiel habe ich dann gespielt, Titanfall 2, dann ist Steffen hier, Exodus, danach Andui, Transporters 2. Spoiler. Und dann halt wieder ich dann, wieder halt am Anfang. So, und dann wieder ich, Steffen, Arandui und so weiter dann. Alles klar. Jetzt überlege ich halt, ob, also ich denke mal, Zelda wird jetzt einfach danach an Arandui vorkommen dann. Ich denke mal, es wäre in Ordnung so. Hätte kein Problem. Und bei den Spielen, die wir einfach dann spielen,
Ja, schau dir einfach mal unsere Liste an und wenn da irgendwas ist, was du gerne machen würdest, sag einfach Bescheid. Ja, ich sollte mir die nochmal kurz ansehen, was ihr schon alles gemacht habt. Ja. Ja, ist da in der Gruppe da angepinnt. Mhm. Ich sehe es mir jetzt nochmal an. Ich überlege halt, ob wir noch bei dieser 6 Spiele pro Person bleiben sollen oder ist tatsächlich ein bisschen, oder ein oder 5 Spiele pro Person machen sollten. Oder eher 4 Spiele so. Ja, ich hab mir irgendwie auch gedacht, dass 4 wären vielleicht nicht schlecht. So. Ja. Ja. Ah, ich, ja. Ich glaube, es wäre. Dann haben wir insgesamt sogar 2 Spiele weniger pro Welle, ne? Vor allem mehr 4 Bilder, ja. Dann sogar. Ja. War schon Typ. Wir könnten statt jetzt einfach fix die Spiele da jetzt hier gleich zu nennen, für welche Welle wir es spielen, können wir einfach mal weiter unten so eine Liste führen, welches Spiel wer spielen würde. Und dann halt, wenn man dann drankommt, dass man sich aus seiner Liste da einfach ein Spiel rauspickt, was man da halt spielen will. Ja. Ich glaube, das wäre eigentlich sogar deutlich besser, oder? So, damit es halt nicht einfach fix, dass da ist dann, dass da jetzt zum Beispiel als 4. Spiel jetzt das Spiel unbedingt vorkommen soll oder irgendwie was anderes, so. Müssen so flexibel sein. Boah. Das war, glaube ich, nicht schlecht. So, ja gut, dann mach ich mal dann weiter unten diese da in der Liste da. Muss dann spielen. Ich habe da schon eine Menge Spiele gelistet. Oh ja. Ja, das ist halt die, wow. Die Schwierigkeit, dass sich die nicht überschneiden sollten, möglich. Oh, alles guck mal, klar. Ein Auto. Voll toll. Ich werd jetzt mal in diese Liste einfach mal all die ganzen Spiele jetzt mal draufpacken, die jetzt hier gelistet sind bei den jeweiligen Personen da. Tapferer Bus, bist du ein großer Sonic-Fan? Ich hab einfach mal ein paar Spiele auf der Festplatte halt rumliegen. Ich würde den noch mal dann spielen dann. Ich meine, ein Sonic-Spiel haben wir ja schon gesehen. Das waren wir leider nicht besonders. Ja, Sonic 06. Und auch nicht, es ging auch nicht sonderlich lang, das Projekt. Kann man sich gut vorstellen, warum. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Spiele, die mir jetzt einfallen, die ich mal hier bei mir auf meiner Liste haben könnte, ist Metal Gear Rising und System Shock 2, wenn ich die jetzt nicht übersehen habe auf der Liste. Ja, bei System Shock 2 muss halt aufpassen, weil die Spiele sollten halt kürzer als 9 Stunden sein, damit wir die halt in 3 Parts fertig haben können. Sollte hoffentlich in Ordnung gehen. Ich habe vor allem System Shock 2 vor kurzem durchgespielt. Nicht allzu lang. Ich denke, ich hätte es im Kopf, da dann halt schnell durchzumachen. Ja, okay. Ja, dann, also ich meine, du kannst jedes Spiel spielen, nur das ist, sollte halt. Kurz halt. Sollte halt. Also, so Rollenspiele sind halt echt ziemlich ungeeignet für hier, weil das. Kann man sich vorstellen, dass es dann einfach sehr lange dauern würde. Ich weiß, dass ein Rollenspiel halt sehr lange dauern ist, aber es ist halt jetzt. Es ist jetzt nicht
Es ist ein gutes Rollenspiel, auf jeden Fall. Also es ist halt nur, es ist jetzt kein Skyrim oder so, dass da halt irgendwie übergroß ist und voll gepackt ist und so, falls du verstehst. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt jede Sidequest annehmen werde von jedem NPC, das mir da auf den Weg kommt. Sowas gibt's ja nicht bei System Shock 2. Es gibt ja vor allem ziemlich wenig NPCs, die mit dir reden wollen. Ja. Oh, jagen ist die gehen. Man kann es gar nicht in die Luft jagen. Ich sag mal so. Vielleicht lehne ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aber in Sachen Missionsstrukturen und so weiter. So halt. Die sind da ein bisschen linearer und so. Du hast ein festes Ziel. Du weißt, was du machen musst. Du hast ja jetzt nicht sowas wie, du kannst jetzt hier Nebenmissionen von ein paar anderen annehmen und da was machen. Gibt's ja halt nicht. Ja, das stimmt. Ansonsten ist das Spiel halt offen, sodass du halt die Raumstation halt so erkunden kannst, wie du es liebst. Ich glaube, das hier muss ich nicht erkunden, aber ich will wissen, was hier ist. Gar nichts. Toll. Gar nichts. Aber ich habe jetzt nochmal eine kurze Frage, wie es aufgenommen wird. Jetzt ist ja halt Steffen, der halt Exodus from this game macht. Ist dann nächstes Mal, wenn ihr aufnimmt, dann weiter Steffen, wenn er das Spiel noch nicht durchgespielt hat? Oder wird dann halt gewechselt? Ne, es wird immer ein Spiel quasi dann durchgespielt und dann wird gewechselt. Ja, also wird dann halt ein Spiel durchgezogen und dann gewechselt. Okay, verstehe. Ja. Außer das Spiel ist halt irgendwie in einem Zustand, in dem man es halt nicht mehr weiterspielen kann. Wenn das Spiel oder halt oder einfach... Oder weiter spielen nicht... will. Ja, oder das. Ja, das auch. Ja, kann ich gut verstehen, wenn es da mal ein Spiel gibt, dass man nicht mehr weiterspielen möchte. Ja, dann kannst du ja zum Beispiel das Ende von Resistance 2, glaube ich, da konnten wir gar nicht weiterspielen. Ja, weil beim Emulator gab es halt Probleme, dass da einfach ein Skript nicht ausgelöst wurde, weswegen wir es halt einfach dann abgebrochen haben. Ah, das kenne ich zu gut. Und Resistance 3 hätten wir beinahe abgebrochen, weil das Spiel auf dem Emulator immer abgeschützt, wenn du bei einer bestimmten Waffe einen Scope benutzt hast. Das war so weird einfach. Alles klar. Ja, die mit unserer Resistance-Let's Plays sind sowieso verflucht, ey. Das war beim ersten da, das war von Aranui, da es fehlt vom kompletten vierten Part oder so einfach die Audio von uns. Ja, weil ich die persönlich gelöscht habe. Ja. Ich sag nur, ich hatte was Ähnliches in meiner vergangenen Kindheit oder so, vor Jahren, hatte mein Bruder mal Bioshock 1 gecrackt. Und als ich es halt gespielt habe, da gab es dann halt einen Bug, der immer auf derselben Stelle kam, immer im selben Moment, und zwar, dass man Key-Items, sag ich mal, die so wichtig sind, um in das Spiel überhaupt weiterkommen zu können, dass die halt nie in einem Safe gespawnt sind, obwohl die da spawnen sein müssten. Hab jetzt keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie Kopierschutz war oder ob es ein Bug war mit der Version. Natürlich habe ich das Spiel dann halt nachträglich gekauft, als ich erwachsen geworden bin. Und Geld verdient habe. Welches Spiel nochmal? Bioshock 1. Ach so. Das war im vierten Level in den botanischen Gärten. Da musste man dann halt so einen Schlüssel nehmen, um einen Bereich weiter zu öffnen. Weil man nicht hier irgend so ein Lazarus, was weiß ich, Projekt machen muss, um die botanischen Gärten zu säumern von den grünen Giftgas, das sich nicht vergiftet. Ich weiß, bei Spyro Drifter PS1, da gibt's was Ähnliches, aber da ist das Absicht.
Weil wenn das Spiel nicht merkt, dass du irgendwie eine illegale Kopie spielst oder auf einem nicht legalen System, dann geht das Spiel absichtlich kaputt. Cool. Dreht danach auch voll ab einfach. Da irgendwie Items verschwinden oder Tore sind nicht mehr begehbar, du verlierst auf einmal Leben. Das ist dann einfach der Ultra-Hardcore-Modus dann. Ja, genau. Wir haben auch schon irgendwie Witze darüber gemacht, es gibt diese Version von CWSM 3, dass wenn CWSM 3 ja merkt, dass du halt eine illegale Version benutzt, das ist ja so ein Skorpion-Spawn, den kannst du nicht töten, aber der Skorpion rennt halt immer hinter dir her und schießt halt auch die ganze Zeit auf dich. Wir haben uns halt dann schon drüber lustig gemacht, dass es vielleicht so eine Speedrun-Challenge wäre, weißt, dass irgendjemand die mit Absicht die gecrackte Version benutzt mit dem Skorpion halt, einfach nur um sich halt den Speedrun zu erschweren. Oder halt allgemein so einen Run zu haben, dass man so einen nervigen Skorpion hat. Vor allem Skorpione sind auch eines der nervigsten Gegner, finde ich, in Serious Sam. Gerade weil deren Schüsse halt Hitscan sind. Oder halt Teil-Hits kennen, die sind halt extrem schnell Projektile, keine Ahnung. Das macht sie halt ziemlich nervig. Na, ich sehe gerade Dinge, Arandui wollte eigentlich da Metal Gear Rising machen. Ja, das kann, wow. Das kann er ruhig dann machen. Alles danke. Cool. Gut. Gut. Ich pack das dann mal bei Satoru dann als allererstes Spiel da hinein, da Metal Gear Rising. Oh. Metal Gear Rising. Vengeance. Ich muss mal gucken, ob ich einen PS4-Controller für Metal Gear Rising ranheften, anschließen kann und das funktioniert, weil ich hatte einen Xbox-Controller für PC. Halt für einige Spiele, die halt auf dem Controller besser sind als Maus und Tastatur. Und dazu zählt Metal Gear Rising halt auch dazu. Kann man sich herleiten. Also PS4-Controller sollte eigentlich sofort bei Steam funktionieren. Es funktioniert sogar. Es kommt ja halt auch noch auf die Spiele an, ob die halt sowas supporten. Das bei Steam, da gibt's so eine Sache, dass da, Gott. Man kann sozusagen über einen Xbox-Controller emulieren, aber man kann halt trotzdem, also der Steam erkennt einen PS4-Controller irgendwie als Xbox-Controller an und kannst halt trotzdem damit das Spiel spielen halt. Ich kann mich erinnern, dass es mal ein Tool gab, wo man einen PS3-Controller an PC anschließen kann und das dann halt als Xbox-Controller emulieren konnte. Hat dann auch gut geklappt. Man kann also bei den Einstellungen gibt es halt so allgemeine Controller-Einstellungen und da gibt es halt so einen Punkt, der PlayStation-Konfigurationsassistent. Dadurch kann man halt dann die ganzen Steam-Spiele mit dem PS4-Controller spielen halt. Sollte das so halt ganz einfach erkennen. Bye. Schau ich mir mal die Einstellungen an. Man muss halt ein bisschen nur, wenn so ein Spiel vorkommt wie bei Devil May Cry, bei dieser HD Collection da. Das hat keinen Support für die PlayStation-Knöpfe da, also diese Buttons anzeigen da. Da muss man halt immer dann sich überlegen, wie das auf dem Xbox-Controller das Layout ist. Sonst aber funktioniert es halt ansonsten immer reibungslos da. Okay. Stimmt, wir können jetzt auch dadurch jetzt, wo wir auch zu viert sind, dann den Vierspieler Halo Koop Erfahrung hier haben machen dann. Ja, so insofern
Satoru Halo hat, ja. Ich habe es, Die Master Chief Collection. Die Master Chief Collection habe ich auf Xbox Game Pass. Wenn halt der Xbox Game Pass mal für 1 Euro ist und ich mir denke, vielleicht kann ich damit Spiele austesten, die ich nicht unbedingt kaufen möchte. Das sollte trotz, also da muss, sollte man trotzdem möglich sein, da zu viel spielen zu können. Ja, weil ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, es hat Crossplay, weil ich habe es mit einem anderen Freund auch geschafft, den Multiplayer zu spielen. Der Online-Multiplayer hat Crossplay, bei den Kampagnen hat es derzeit nur Halo 3 und glaube ODST derzeit nur Kampagnenunterstützung da. Halo 1, 2, 4 und so weiter, glaube ich, haben da noch keine. Heißt also, ich muss mir es dann auf Steam kaufen. Entweder kaufen oder ich glaube aber über den Game Pass dürfte es auch noch gehen da. Denke nicht. Wann hast du den Game Pass da auf der Xbox-Konsole oder schon auf dem PC? Ist auf dem PC, ich habe keine Xbox-Konsole. Ja, dann ich meine, es ist sogar tatsächlich immer noch dann möglich, dann mit Steam-Leuten das zu spielen. Alles klar. Es verläuft ja alles über das Xbox-Profil. Alles klar, dann sollte es ja schon irgendwie klappen. Ich muss euch wahrscheinlich. Wir können es aber auch auf der Xbox-App oder so adden. Irgendwie. Microsoft-Account, was weiß ich. Humbug. Aber ja. Dann sollte es halt klappen, dass ich dann euch spielen kann. Ja, das ist ja irgendwie die MCC überhaupt kein Problem, weil die kann man sowieso nur spielen, wenn man einen Microsoft-Account hat, auch über Steam. Deshalb hat sowieso jeder Microsoft-Account. Ja. Nein, wir können es dann noch irgendwann mal noch ausprobieren, dann. Ob es funktioniert oder nicht. Ich muss mal kurz weg, ich bin aber gleich wieder da. Also, ja, kein Problem. Alles klar. Ich muss schon sagen, der Part hier war gerade eben sehr, sehr nervig. Also, ich habe echt nach jedem Gegner gespeichern müssen, weil dieser fucking Helikopter da ankommt. Ich war nur zu Fuß hier unterwegs. Während ich hier noch das alles einstelle, habe ich auch noch aus dem Augenwinkel gesehen, dass es echt nicht so spaßig aussieht. Nee. Du hattest irgendwie nur 3 HP. Ja, oder so. Es hatte nur 3 HP schon. Okay, so, ich habe nochmal erstmal bei der Liste hier die ganzen Spiele, die wir spielen wollten, alle nach unten gepackt da. Zum Glück habe ich eine SSD, Alter. Das heißt, das ist so fucking nervig. Zum Glück habe ich eine SSD. Zum Glück lädt das Spiel so schnell. Das ist schon lustig, wie doch bei den meinen neuen Konsolen da ja einfach auch SSDs mit dabei sind, obwohl es ja irgendwie da teilweise nur bei wenigen Spielen einen wirklich, wirklich großen Vorteil bringt. Ja, das bringt halt nur was, wenn das halt das Spiel schneller lädt, aber ansonsten macht das überhaupt nichts. Ich meine, es ist ja wirklich echt nur dazu da, dass Zeug schneller geladen wird. Bei Ladezeiten sowieso, klar. Aber auch im Spiel. So, dass jetzt während des Spielens durch die SSD irgendwas schneller geladen wird. Ist das irgendwie so da schon der Fall sowas oder eher nicht? Ja, ich bin mir eigentlich auch nicht ganz sicher, weil. Ich glaube, man lädt es halt eher in den RAM-Speicher einfach rein, bis es halt benutzt wird und dann lädt man es halt wieder raus und man kann halt Sachen dann, das vermute ich mal, einfach laden, bevor man sie halt schon mal braucht. Also ich glaube, die SSD macht jetzt im Spiel selber an sich auch eigentlich keinen Unterschied. Aber...
Keine Ahnung, so der PS5 auch so, das gibt, aber bei der Xbox One da gibt es irgendwie so ein Ding, dass man zwischen Spiel, laufenden Spielen einfach wechseln kann. Also das spielt ein Spiel, willst kurz irgendwie das andere Spiel spielen, ja, es switcht einfach rum. Während das alte Spiel immer noch läuft da. Inwiefern macht es eigentlich Sinn, so ein Feature zu haben? So dieses Quick, irgendwie dieses schnell wechseln da. Eigentlich so wirklich gar keinen. Ja, normalerweise spiele ich auch immer nur ein einziges Spiel gleichzeitig. Ich meine. Das ist so, ich meine, ja, okay, es existiert und so, kann man vielleicht mal nutzen, aber muss ich ja echt muss es sich ja wirklich bestimmt so überlegen einfach. Auf der Xbox, was habe ich jetzt da? Ein Spiel da? Ich weiß nicht, ob das auch bei Disc-Spielen funktioniert oder ob doch oder nur über nur für digitale Spiele da. Dass ich halt irgendwie hier Tanzhüter Feature Perfect spiele, so yeah, cool rumdaddeln. Und ich denke so, oh, jetzt Bock irgendwie, was habe ich denn da? Bock einfach ironisch Gears of War zu spielen, dann switch ich schnell rüber so und dann so, ah, okay, doch, blödes Spiel, ich switch ich wieder rüber zu Timesplitters. Das ist. Ist irgendwie echt sehr komisches Feature, wenn sich das irgendwie so durch den Kopf gehen lässt. Und man genauer drüber nachdenkt. ich habe letztens mal ein Double Feature gemacht, nämlich wieder den ersten Mortal Kombat Film da angeschaut. Leider hat man einfach keinen Bock. Das ist irgendwie eine Störung da. Der erste Mortal Kombat Film ist immer noch spaßig, ey. Also es. Der macht Spaß einfach. Ja, der ist halt echt nicht schlecht eigentlich. Und dann natürlich dann den Sequel Mortal Kombat Annihilation und oh boy, das ist echt kein guter Film. Das Beste sind eigentlich echt nur die ersten 15 Minuten, weil es einfach alles zeigt, was an dem Film so schlecht ist, ey. Ich mag einfach immer noch der Himmel da, wo es einfach Kanten hat. Das CGI ist dann nicht komplett fertig geworden. War nicht schlecht, ey. Und dieser Greenscreen ist auch furchtbar. Und damit bin ich wieder zurück. Hallo. 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 Aber ich glaube, Mortal Kombat Annihilation, so von dem ich noch vorher gehört habe, soll, ist wohl nicht so schlecht wie jetzt dieser neue Mortal Kombat Film da. Der soll ja wirklich absolut Banane sein. Ich habe den aber nie gesehen, ich werde es wahrscheinlich auch nie machen. Ich habe einfach den ersten Film. Genauso wie ich hier. Der neue Mortal Kombat Film, schrecklich. Lustigerweise habe ich jetzt auch den Mortal Kombat Film da auch auf DVD und jetzt auf Blu-ray. Das Lustige ist einfach, in so ein Supermarkt Ding. Da, beziehungsweise, nee, muss es anders erklären. In so ein Großhandel, was hauptsächlich irgendwie so Videospiele anbietet oder Musikalben oder all den ganzen anderen Zeugs halt. Und was halt, also beziehungsweise einfach spezialisiert für so Haushaltsgeräte, so für den Haushalt ist. Da finde ich das nirgends. Boah, no scope. Bei einem Supermarkt, halt, was hauptsächlich für Lebensmittel und so ausgelegt ist. In dieser DVD-Abteilung finde ich natürlich einfach direkt so in den vordersten Reihen da Mortal Kombat 1 und den Annihilation Film. Für 8 Euro jeweils. Ich denke mir nur so, Alter, das ist gut. Das ist nett. Ja, aber den neuen Mortal Kombat, der ist halt echt auch so mega langweilig. Du könntest einfach echt eine gute halbe Stunde bis eine Stunde oder so aus dem Film rausschneiden, dann hättest du nichts verloren.
Der ist auch noch ziemlich dämlich in Sachen, die er ändert. Oh ja, hey. Ihr habt jetzt alle, ihr seid alle auserwählt, das heißt, ihr bekommt alle eine besondere Superkraft. Kaino, deine besondere Superkraft ist es, ein Cyborg-Auge zu bekommen, mit dem du Laser schießen kannst. Jax, deine Superkraft ist es, Cyborg-Arme zu bekommen. Ja, der bekommt irgendwie so Cyborg-Arme auf einmal von... Nee, der bekommt erst so rudimentäre Cyborg-Arme von diesen Mönchen da. Und dann erscheinen auf einmal bessere Cyborg-Arme, so ist das wirklich bescheuert. Na, viel besser. Ich frage mich, ob das Spiel ist gnädig genug ist, dass die Leiter runtergehen. Der Protagonist auch da ist einfach nur ein OC-Do-Not-Stil im Grunde genommen. Ja. Der hätte wirklich halt von der Fanfiction sein können. Der Protagonist, der den Charakter, den sie neu erschaffen haben für den Film. Ja, der hat auch die langweiligste Power von jedem, weil der bekommt einfach nur so eine Rüstung und das war's halt. Und die sieht auch noch scheiße aus. Das geht doch kaputt. Ja. Ich kann ja hier nicht irgendwie. Ich kann ja nicht irgendwas anderes machen, außer dahin zu gehen, diese Satellitenschüssel, aber vielleicht da soll ich das doch gar nicht. Damage der Antenne. Perhaps this will help you sneak into the base. The breakdown in the electrical control unit will cause an accident. Schwör, wenn das es geht, Alter. Ich weiß auch, warum das nicht geht. Ich hab's gerade gesehen. Da ist ein Sneaky-Typ. Ich glaube, der drückt die Leiter wieder hoch. Ja. Oh Gott. Oh, ein Cutscene, alles klar. Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so blöd, dass sie da einen Typ draufgepackt haben, der die Leiter wieder runter macht. Das ist zumindest um einiges besser als irgendein Script-Event oder so. Ja. Wo ist der Typ, der gerade drin? Raketen auf mich schießt. Keine Ahnung.
frag mich, ob das hier voll das Leben hat. Ja, dann nehme ich doch das. Der Armored Car must survive, ne? Oh, man kann sogar die Kamera rein rauszoomen. Cool. Wusste ich gar nicht. Ja, ist mega. Tschüss. Und Security Post as a Control Monitor, use it in order to open the gates. Aber natürlich. Soll es dann auch anderes sein. Ich habe irgendwie einen ganz schön cooler Security Post hier. Guck mal, hier ein Sofa und so ein Shit. Hier passiert sicherlich nicht allzu viel, ne? Ja, ist halt relaxed. Was jetzt? Da ist ein Electrical Power Control Block in der Hang. Natürlich. Turn it on to activate the blah gate control panel. Ja, okay, dann mach ich das mal. Ist das hier der Hangar, den die meinen? Stimmt. Ja, sieht. Der stirbt. Ja. Ah ja, Satoru, das ist hier übrigens der leichteste Schwierigkeitsgrad vom Spiel. Oh, alles klar. Ja, ich hatte den in der letzten Aufnahme runtergedreht, weil irgendwann wurde ich nur noch gewonshotten. Das ist ja mal Balancing. Einfach voll unerwartet einfach irgendwie irgendwas machen müssen hier. Ich bin jetzt wieder da. Jo. 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 Okay, ja, habe ich irgendwas verpasst? Nö. Nö. Okay. Ich bin noch nie gestorben. Ah, geht nur runter. Voller Blut einfach. Ja. Boah, das Blut ist so krass, das ist einfach im Gitter drinne so. Und irgendwas spackt einfach total ab gerade. Was soll das so? Das Blut hat sich halt verfestigt und ein Gitter an, hat ein Netz an das Gitter gemacht. Das ist nur ganz normal. Ja, ich lad nochmal neu. Ich glaube, irgendwas spackt da gerade rum. Macht schon mal die No-Clip-Cheats auf. Ich bin, wenn du kurz wieder. Okay. Arandui, könntest du bitte kurz gucken, ob es irgendwie No-Clip-Cheats oder so für das Spiel gibt? Okay, Moment. Sieht nicht so aus. Okay. Na, kein Problem. Ich guck mal kurz, ob ich irgendwo wie es im Körper hier. Okay. Hoffentlich geht der Fahrstuhl jetzt.
Ah, jetzt ging er, okay. War wohl tatsächlich ein Bug. Ja, ich habe nur so Zeug gefunden. Vermutlich ist das sogar sehr ein Zweck des Raums. Geht ziemlich viel oben und oben drüber bei mir einfach, ey. Okay, was war denn los? Warum? Wir hatten einen kurzen Bug. Ja. Wodurch, wo dadurch der Fahrstuhl nicht mehr aufging oder weiterging. Okay, also doch wegen irgendeinem Teil, was noch festgesteckt ist beim Aufzug. Ja, und vor allem den musste ich noch nicht mal benutzen. Toll. Das ist nur optional. Yeah. Oh, mal hier. Frank, you've got to get to the ship as soon as you can. Be careful. The ship is very well guarded. Keep in mind that I cannot launch the shuttle starting system before you cope with the security. Otherwise, you'll be no good. Kill them all and buy a ticket. Ja gut, auf jeden Fall, ich leg mal das Ding mal jetzt so, ihr wisst, das ist so ein Wellen, der Wellen da, was für Spiel wir spielen, ich glaube das ist, ich denke mal so, ist angenehmer. Ist aber so jetzt, so flexibel ist hier. Ah, da fällt mir was ein, Satoru, hast du Serious Sam 2? Das habe ich. Okay, gut. Das ist als eines der Koop-Spiele, die wir spielen wollen, gedacht. Gut, ja gut, Left 4 Dead 2, ich denke mal, jetzt hat eh jeder, also von dem her. Ja, was hat ihr da? Ey, warum kann ich hier jetzt nicht blöden? Und der Typ ballert auf mich, exakt nicht. Doch. Ja, nein, doch. Ja, ich muss richtig krumm schießen dafür. Und jetzt muss ich auch noch zu Fuß hier. Also wofür soll die Karre denn jetzt überleben, wenn ich hier sowieso zu Fuß weiter muss? What kind of garbage is that? What the fuck is this? Oh fuck. Okay, jetzt habe ich die Security hier eliminiert und jetzt kann ich ja nicht meinen Sneakers Space Shuttle benutzen. Es geht mir into Space. Wir haben vergessen, das ist okay. Neuigkeiten zu Ding ist da. Battlefield 2042. Oh, mein Lieblingsspiel. Okay, einfach irgendwelche Headlights da. Nee. Update 4 bringt nicht die erwünschte Wirkung. Fast jeder bei DICE arbeitet noch daran. Erreicht auf Steam einen neuen Tiefpunkt. Ja, die hatten jetzt, glaube ich, letztens unter 1000 Spiele erreicht. EA habe einige wertvolle Lektionen
für Nachfolger gelernt, sagt Insider. Haben sie nicht. Das haben sie schon seit Battlefield 4 nicht. Nachfolger laut Insider schon in der Pre-Production. Also wenn ich das richtig gesehen habe, bist du noch etwa 9 Kapitel vom Ende entfernt. Ich muss aber sagen, Battlefield 2142 ist ein richtig gutes Spiel. Oh, warte, die Rede war ja von 2042. Upsi. Ich habe 2142 nie gespielt. Ich wusste nur, dass es so ein cooles Sci-Fi-Setting hatte da. Es war ein cooles Spiel. Hatte, auch, coole, Fahrzeuge. Neben den einfach, ganz normalen, Panzer und so weiter, gab es dann auch noch ein Walker. Auf zwei Beinen halt. Der war ziemlich episch zu steuern. Und auch ein APC halt. Und andere Sachen halt noch dazu. Was ich auch noch toll fand, ist, dass die Fahrzeuge von den zwei Fraktionen auch ziemlich unterschiedlich aussehen. Und sozusagen auf andere Techniken basieren. Zum Beispiel die Fahrzeuge vom von der anderen Fraktion. Der einen Fraktion, die hat dann halt Hover-Tanks und so weiter. Und Hover-Scooters oder sowas ähnliches. Zu schade, dass die Typen das einfach da von Origin runtergenommen haben. Weil man konnte sich ja 2142 und auch 1942 war sogar gratis da. Und auch Battlefield 2 konnte man sich dort kaufen. Das ist dann aber auch wieder runtergenommen worden. Dann gab's ein... Weil EA musste sich mit EA irgendwie klarkommen, dass sie jetzt noch weitere Battlefield, auf welche Battlefield-Teile noch auf Origin und überhaupt noch angeboten werden sollen. Das hing auch teilweise damit, besonders GameSpy, wo auch die Server von den alten Battlefield-Teilen liefen, abgeschaltet wurde. Ja. Aber ich sag mal nur so. Von Fans gab es dann einen Versuch, Battlefield 2142 und auch die anderen, die halt auf Battlefield 2 basiert haben. Battlefield 2 selbst und dann noch ein anderes, ein Add-on dafür. Wir haben versucht, das zu wiederbeleben, sozusagen. Und hatten dann halt Battlefield Revive Projekt gestartet. Da konnte man dann halt 2142 und Battlefield 2 und so weiter dort runterladen und dann auf Community-Servers spielen. Was hat EA gemacht? Sie haben das Projekt eingestampft. Und aber dann gibt's halt noch ein weiteres Projekt. Aber dafür braucht man halt Battlefield 2142 als eine Spielkopie und so weiter. Na scheiße, jetzt sind wir in Red Faction angelangt. Yep. Das ist echt Red Faction hier, ey. Und ja. Das heißt Battlefield Hub oder BF 2142 Hub und das ist einfach nur so, dass du dann halt auf Community Servers spielen kannst mit Open Spy.
Das, als kleines Kind hatte, dachte ich mir immer bei GameSpy so, oh shit, das ist irgendwie so, es ist doch irgendwie so, so Malware oder so, weil hallo, das ist einfach so, so ein Spion, oder es hat einfach Spy im Namen, das ist einfach so, irgendwie so ein Typ mit Hut und Trenchcoat auf dem Logo, ey. Ich dachte mir so, oh, das ist ein richtig krasse Malware oder so. Das hab ich damals aber auch immer gedacht. Ich dachte, das wäre ein Spiel, worum es um Spione ging. Ah, okay. Einfach umgefallen. Ich habe getestet, ob die Gravitation vielleicht niedriger ist, aber nur. Ja, der Typ bekommt einfach 5 Schadenspunkte, wenn man so 3 cm fällt. Weak. Ja, das ist richtig weak, ey. Ja. Ich hab deren Seite gefunden und versuche da gerade ein paar News und was weiß ich alles da rauszubekommen. Ob da irgendwas, ob die an irgendetwas arbeiten oder ob die halt irgendwie eingestampft wurden als Entwickler. Stattdessen habe ich gefunden, dass sie anscheinend an 3 weitere Projekte arbeiten. Ein Horrorspiel, ein Shooterspiel und ein Massive Open World, Massive Multiplayer Shooterspiel. Kann man ja mal gespannt sein, was von den Entwicklern noch so kommt. Ja. Muss mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich bin mir nämlich gerade sehr unsicher. Das hier war nämlich auch der Part, als ich letztes Mal auch aufgehört habe zu spielen, weil ich hatte keinen Plan mehr, wie es weitergeht. Aber vielleicht kann ich ja hier hoch irgendwie, ich weiß nicht. Man sieht für mich halt so aus, als ob man hier hoch kann, aber es geht halt nicht. Irgendwie. Ich habe einen Fehler gemacht. Die Seite, die ich gefunden habe, ist ein Archiv für Webseiten und so weiter. So, dass dann halt Webseiten archiviert werden. Falls sie down gehen oder so, was weiß ich, keine Ahnung. So oder so, wenn man bedenkt, dass von den 2007, 2008 schon seit nichts mehr von denen zu hören ist. Kann ich gut dran glauben, dass sie untergegangen sind. Beziehungsweise halt bankrott, keine Ahnung, aufgelöst. Ich komme nicht mehr weiter. Okay. Ich lese mal was aus einer Lösung vor. Also, okay. At first, Frank should find and collect for ammunition. Ja, Cutscene. Oh, da passiert gleich was. Ah, jetzt kann ich da durch. Okay. Ja, passt. Brauchst keine Lösung. Okay, gut. Ja, ich hatte die in erster Linie nur deshalb offen, um zu sehen, wie viele Kapitel das Spiel hat und wie weit wir sind. Mhm. Obwohl, geht's ja gleich weiter. Ach, vielleicht, wenn ich die Typen kill, dann droppen die eine Keycard oder so.
Ah, okay, cool. Das heißt, ich bin einfach letztes Mal nicht irgendwo dumm rumgelaufen, um auf ein Script-Event zu warten. Alles hat aufgeladen. Okay, okay. Was habe ich hier? Ja wohl die Access Card für jeden anderen Bereich. Die Typen sehen nicht so angenehm aus. Nee, sehen so aus, als wenn sie breit aus der Tür stehe, aber ansonsten. Sie haben eben auch nur einen Nahkampfangriff. Ah, ein Shotgun, endlich. War ich hier gerade eben schon drin? Nö. Nope. Komm ich bestimmt nicht hoch. War ich in 2 Jahren schon drin? Ich glaube nicht. Obwohl, ich glaube schon. Da bin ich rausgekommen. Okay. Ach du Scheiße, das ist das schrecklichste Hacken, das ich jemals gesehen habe. Ey.
Aber du hattest natürlich den Big Brain, das zu lösen. Natürlich, ich bin Hacker. Nicht durch Zufall oder sowas, nee. Ich meine, man kann schon schnell begreifen, so wie man das lösen kann. Aber es ist halt irgendwie blöd, weil hier ist man ja so ein bisschen unter Zeitdruck, weil man ja diese Atemmaske tragen muss, ansonsten geht man halt drauf. Ich weiß nicht, Steine? Ich weiß nicht. Pff, das war knapp. Nee, Moment, hier muss ich glaube ich durch. Ja. Ratten? In Space? Space-Ratten. Ich habe gerade einfach null Orientierung, ich will so ein Turok 2 Level. Ah, das sieht gefährlich genug aus, als ob man hier drüber müsste. Man muss doch nicht hier runter, ja. Oder? Nee. Nee, definitiv nicht. Oh fuck. Ich habe etwas knapp davor gespeichert. So. Na, stell dir vor, du hättest im Fall gespeichert. Ja, dann ist das nicht so cool gewesen. Ein Todesloop, ey. Ja, das Spiel hat ja hier am Anfang von der Höhle seinen eigenen Speicherstand angelegt. Da stirbt man dann bestimmt genauso. 100 pro. Ich hab einfach so viel HP verloren und ich habe nicht mehr irgendwas erreicht. Großartig. Der gehört zurück. Nö. Hier war ich doch schon. Ja. Warum existiert diese Höhle in diesem Spiel? Einfach um zu trollen.
um das Spiel zu strecken. Oder beides. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich auch diesen Ratten hinterherlaufen, die da spawnen. Keine Ahnung. Lass mal versuchen. Wo muss er denn mit den Ratten entlang laufen? Dann kommt man immer an ans Ziel. Dann mach ich das doch mal. Ja, hier sterbe ich ja, wenn ich runterfallen. Ah! Haha, ich hab's. Ja, das war ziemlich ass. Ja, schon so ziemlich. Zumindest war der Trick mit den Ratten richtig. Also nicht so ganz falsch gelegen. Immer auf die Ratten hören. Rats. Wie sagst du? We the rats. We stalk at night. We pray at night. We the rats. Stein. Steiner. Vorsicht, Felsen. Moment, hier war ich doch gerade. What the f. Du bist jetzt nicht im Kreis gelaufen? Ja. Hä? Was hatte das jetzt für einen Sinn? Du musst auf die andere Seite springen. Das kann nicht sein, oder? Oh, ich hab den Schein da runtergerollt, dann kann ich den da hindrücken, dann kann ich den springen. Ja. Ich dachte, das Stein wäre irgendwie gescriptet da. Nee, ich hätte es wissen müssen, das ist ein Spiel nach Half-Life 2, natürlich ist es so. Es ist Half-Life 2, aber es ist doch irgendwie Red Faction auf einmal. Physik! Jetzt müssen wir gleich mit Toxic Gas copen, alles klingt. Ich bin da, schenk mir Beachtung. Sieht immer so fucking dämlich aus, wenn die da einfach umfallen, ey. Wenn man sie abschießt. Soll ich immer lachen? Na, zumindest an die Leichen so. Zumindest kann man noch auf die Leichen schießen. Das ist halt so, wenn einfach die Rectals dann halt so krass beeinflusst werden durch die Waffen, ey. Aber wollte von euch nicht noch irgendjemand, Dings hier, Battle Los Angeles oder so spielen? Also ich zumindest nicht, da ich das Spiel nicht hab. Battle Los Angeles? Ja, und ich hab irgendwie gedacht, es war auf unserer Liste und es hat irgendwie, Javik letztens reviewed. Ich kenne das gar nicht. Ja, das ist irgendwie so ein Spiel, das geht irgendwie nur so 45 Minuten. Und... Das soll... Nee, ich glaube, das hat keiner von uns da eigentlich spielen wollen. Ja, das ist ein, also okay, ich glaube, kurz ist schon eine Übertreibung noch. Es ist wirklich einfach nur so, ja, nicht mal eine Stunde. Aber man kann das Spiel eh nur über einen Emulator oder halt über irgendwelches Keystores oder okay, muss einfach eine gecrackte Version da spielen.
Boah. Oh. Geht da richtig ab, der Ventilator. Ich hab mir gedacht, Moment, ich hab Screencheck, da läuft gerade irgendjemand auf mich zu, aber mich interessiert's irgendwie nicht. Okay, also hier unten ist jetzt das Gas weg, jetzt kann ich da hinlaufen, okay. Super. Da liegt ein Arm. Ja, die Texturen hier sind aber auch nicht so ganz das Wahre, oder? Nicht so ganz. Nee, es ist sehr matschig. Ich habe jetzt mal Video aufgemacht, um mal ein bisschen Gameplay zu sehen von Battle Los Angeles. Und das erste, was mir auffällt, ist, dass dort die Bänke Werbung für Sony Ericssons haben. Lol. basiert das Spiel nicht auch irgendwie auf einem Film oder so? Ja. Ja, ich habe da auch einen Film gesehen bei der Suche. Ja, ich glaube, das ist dieses Game-Tie-In zu dem Film. Ja, es ist auch so da. Ah, ja. Ach, dieses. Stimmt. So, dann diese Handys, ne? Von Sony da. Ja. Ja, hatten das irgendwie relativ viele Leute damals, ne? Sony Ericsson war da nicht schlecht, soweit ich weiß. Es war auf jeden Fall weit verbreitet. Yep. Also, das sagt mir auf jeden Fall was. Ich kenne das kenne ich noch da. Ich weiß nicht, ich hatte ein Sony Ericsson meistens mit irgendwelchen Spielen, die dann ein Verwandter von mir dort draufgecrackt hat und so weiter. Handyspiele damals. Das waren ganz besondere Spiele. War das eigentlich noch ein Handy mit dem Touchscreen oder hatte das? Nee, das hatte noch die Tasten. Ah, okay. Da hatte ich dann halt Prince of Persia, The Two Thrones als Handyspiel, Assassin's Creed als Handyspiel. What the fuck? Ich kann mich erinnern, dass ich mal halt gerne rumgesessen bin. Rumsaß, meine ich. Gesessen, wow, mein Deutsch lässt sich grüßen. Und dann halt mit dem auf dem Handy halt die Spiele da gespielt habe, weil ich sie nicht auf dem PC hatte. Einfach. Irgendwie keine guten Waffen hier. Das muss ich noch mal gucken, was ich da machen muss. Das hat mir einen komischen Stromschlag gegeben. So, sie sind erstmal da hochrennen und. Okay, da wird einfach verschossen. The access level is not sufficient to open the gates. Find another way to get to the factory. Okay. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann hier durch muss. Hier durch. Aber ich kann da nicht durch. Okay.
Dann schalte ich nochmal den Strom an. Ich glaube, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, ich muss den Powerlines vielleicht folgen. Gehen da rein. Irgendwie. Oh wow, danke, Spiel. Ne, hier muss ich glaube ich nichts machen. Na gut. Muss ich mit dem Kran irgendwas machen? Versuch's mal aus. Nope. Irgendwie strange. Ich weiß gar nicht, was mit dem komischen Lichtkegel da sein soll. Der grillt mich auch irgendwie komplett, wenn ich daran hinlaufe. Yep. Ah, hier gibt's noch so eine Leiter runter. Vielleicht kann ich damit irgendwas machen. Vielleicht das gelbe. Nee, doch nicht. Ich dachte, das gelbe Ding wäre vielleicht ein Stromgenerator, den du dann kaputt machen musst und somit den Strom ausfallen lässt. Aber nee. Da ist auch noch so eine Powerbox. Komm ich dann hin? Hiermit kann ich noch irgendwas machen. Somit geht's vielleicht weiter. Voltage up. Sehr gut. Ich hoffe, wir haben 3000 Leute. Ich bin approved personnel. Sneak into the building. Sneak into the building. Ja, aber richtig sneaked hier, ey. Oh, guck mal, die haben wieder die gleichen, diese gleichen Memory-Dinger da wie im ersten Level. Deus Metal Gear Splinter Cell. Hitman noch nicht vergessen. Da hab ich nicht gesehen. Hit mir natürlich auch, die Creme la Creme. Ich glaube, der hat da irgendwas fallen gelassen. Ah, das kann ich auch nur lesen. Oh. Server, Room, Storage Room, komm ich ran.
Security. Ah, natürlich ist es auch zu. It seems that the door has been stuck. Maybe you will be able to fix it from the server room. Hä? Okay. Auf welchem Planeten fixe ich denn eine Tür mit einem Server? Auf dem Mars. Ja, auf dem Planeten. Ja, stimmt. Stimmt, das ist ja nicht Erde hier. Das ist wahrscheinlich ja unterschiedlich. Wusstest du nicht, dass die Türsteuerung durch den Server läuft? Natürlich ist es doch so. Ja, wenn die Tür feststeckt, dann hilft es bestimmt. Wir sind niemals irgendwo festgeblieben, nur weil die Tür nicht aufging, weil es ein Serverproblem gab. Ja. Aber wenn die Türsteuerung über den Server geregelt wird. Ey, ich sneak herum, du siehst mich. Der dreht sich erstmal ganz langsam um. Moment mal kurz. Fliegt die Patrone raus? In dem Moment, wo du schießt oder wo du die Pump-Action machst? Ne, das hat drei Läufe und ich kann dreimal schießen, dann pumpt er und dann fliegen drei Patronen raus, guck. Guck erst. Ah, okay, verstehe. Und da ist oben so ein Schacht links ein und rechts ein auf. Mhm, ich sehe es jetzt. Oh nein, muss ich echt erkennen. Okay. Muss ich im Spiel nie machen, was soll denn hier das hier ist? Egal. Oh, Storage. Ja, Mann, okay, ich gehe kurz die Storage checken. Das ist ehrlich gesagt schon ein interessantes Design mit der Shotgun. Ja, das ist eigentlich auch ganz angenehm, dass man dreimal schießen kann, bevor man halt pumpen muss. Ja. Hier steht es ja, ist ja wohl irgendwo. Don't forget 310. John, don't forget. Nein, das ist falsch. Ne, was habe ich jetzt eingetippt? Ach komm. 310, Enter. So. Ah. Okay. Security, help! Ich bin die Security, was willst du? I am the law. Damn, der hat's noch runtergeschmissen. Ich frage mich, ob ich noch sneaky genug bin. Da der Alarm klingt wohl nicht. Alarm! Ne, ich hab auch. Alarm! Den Sneak into the Building habe ich accomplished. Ich bin sneaky genug, guck, siehst du? Ja, du bist ja jetzt in Gebäude drin, da brauchst du. Jetzt in Gebäude selber brauchst du nicht mal sneaky zu sein. Du musst nur sneaky sein, um reinzukommen. Ja, das stimmt. Ja, natürlich brauche ich wieder eine andere Access-Card, okay. Irgendwie wird es teilweise ein bisschen nervig mit dem ganzen Access Card finden. Das hier hat sehr viele Vibes von einem der ersten Level. Weil hier ist auch so ein großer Raum, wo der Alarm angeht und man muss irgendwas finden und ganz viele Gegner spawnen die ganze Zeit. Ich frage mich, wenn ich jeden Alarm ausmache, ob dann immer noch Gegner spawnen.
Ah, hier ist er, ja. Sleek. Actionrolle. Yeah! Der denkt sich, ich bin cool. Jetzt komme ich hier rein. Und du stirbst. Ich muss jetzt sicher an diesen einen Witz da von Austin, dem ersten Austin Powers Film denken, wo deine Henchman da gekillt wird. Ich glaube, das war von irgendeiner Dampfwalze oder so, obwohl er meterweit entfernt davon war und eigentlich ganz locker ausweichen hätte können. Lässt er sich ja trotzdem überfahren und dann kriegt halt so irgendwie seine Familie einfach so einen Brief so, oh, tut uns leid, die mitteilen müssen, aber ihr Mann ist gestorben. Was ist, sie haben nichts unternommen außer geschrien, oder? Oder erinnere ich mich falsch? Ich glaube, sie waren nur ziemlich traurig da, oder was meinst du? Nee, als er von der Dampfwalze überfahren wird und so weiter, obwohl da noch eine Menge Platz zwischen denen waren, haben die nichts unternommen, aber einfach nur geschrien. Ja. Ja. Allgemein die Austin Powers Filme, die gehen auf jeden Fall immer noch, eigentlich immer noch. Also, finde ich jetzt zumindest. Ich meine, guter Humor. Das ist ja heiß. Das ist heiß. Ich glaube irgendwie der Humor mittlerweile ist für so noch heutzutage die Kiddies nicht so irgendwie ansprechend. Und wenn ich mich recht erinnere, war der letzte Austin Powers Film nicht gut. Ich finde den noch in Ordnung. Zwar, okay, es war sowieso ein Film, den ich sowieso fast jeden Tag, jede Stunde, jede Minute einfach mal angeschaut habe. Goldständer. Kann denn da nicht so böse sein, aber ja, die ersten beiden Filme sind da schon besser. Ich hab da immer nur den zweiten und dritten Teil angeschaut. Irgendwann ist dann vom zweiten Teil der DVD verschwunden. Ich hab keine Ahnung, wo das hin ist. Ich weiß nur noch, dass ich konnte mich nur noch an diese eine Mustafa-Szene erinnern. Wo halt dann so mit seinen drei Fragen da. Dass er die Frage nicht beantwortet, außer wenn sie dreimal gestellt wurde. Nur noch daran konnte ich mich erinnern. Aber der erste Teil ist danach so. Ja, war schon ganz lustig. Und das. Warte, wann kam nochmal Scott dazu? Scott Evil? Erst im zweiten oder schon im ersten Film? Ich glaub schon im ersten. Okay. Einfach der Sohn vom eviligsten Bösewichten überhaupt heißt einfach Scott. Ach, Mann. Da haben auch nochmal den Namen, ja. Ja, zum Beispiel auch nochmal zwei, oder? Danke, wie sind die anderen Henchmänner da von Dr. Evil? So. hier von Dr. Evil's Allies, Frau Farbisina. Farbisina Nummer 2, Scott Evil. Mini. Fieser Fettsack. Goldständer. Alotta Fagina. Ivana Humpalot. Mich da Biggerswurf und Mustafa.
Stimmt noch, Random Task. Robin Swallows. Ach ja. Ja, Austin Powers Filme sind so ein Produkt aus ihrer Zeit. Oh ja, das sind sie ganz sicher. What the hell? We're so bold. Endlich habe ich die Tür gefunden. Ja, das war die Security. Ja, du bist auch 5 Kapitel vom Ende entfernt. Top Sache. Könntest du eine halbe Stunde noch schaffen? Ich glaube nur. Könnte knapp werden. Ja, könnte gleich echt knapp werden. Ja. Ich glaube an uns. Wir schaffen das. Es kommt darauf an, ob ich schnell herausfinde, wie es weitergeht und ob nicht. Und ob ich häufig sterbe oder nicht. Hier muss ich die gar nicht weiter. Na gut. Switch on power supply into the control panel. Na gut. Ich bereite mich immer darauf vor, dass jedes Mal, wenn ich irgendwas gedrückt habe, 50.000 Leute spawnen. Aha. Security System deactivated. Okay. Aber nicht freundlich. Muss ich hier nochmal hin? Ich weiß nicht. Aber vielleicht geht ja die Tür so auf. Oh, okay. Boah, Cutscene. Cutscene oder Cute-Scene? Der schlüpft erstmal eine Cola. Einfach abgeknallt. Here we
Jetzt nimmt er einfach die Cola. Ich verstehe kein einziges Wort, was der PC da sagt. Aber gut. Ist das zu leise, oder? Nee. Alles andere ist zu laut, aber die Stimme ist da. Wird da total übertönt. Achso. Oh, warte. Ich Idiot. Im Hintergrund hat sich bei mir ein Video angeschaltet. Es hat dann halt... Oh, verdammt. Ja, das hat dann halt den Stream übertönt. Sorry. Successfully connected. What's up on Earth? I've got bad news, sir. We beat off. Our people are now at Earth headquarters of the AX. They're mostly cleaning up the corpses after you. What's your news? The AX vaccine? It's the strongest drug. It's impossible to give up. If Crispy hooks all the people on it, he'll become the most odious dictator ever. Bad news, you're right. But you did a very good job. I can even say more. I did not expect you would go so far, even much further than other groups. You should understand that I have secured myself. Should I be surprised? No, otherwise I'd have fired you. They couldn't do a tithe of your job. However, one group has achieved some results. They managed to transmit the location coordinates of this planet to us before they were shot from the orbit. We've got the coordinates of the Earth-like planet, Frank. Looks as if these guys have saved the world. Let them rest in peace. What are you gonna do? We are starting the Ark operation. We'll send ships to Rick's planet and prepare the bases for colonization. You must stop the vaccine development and the mineral extraction. If you do this officially, we're risking of losing time, and Crispy will throw the vaccine on the black market. Fine, I got it. You really want to bury me on this planet? Should I do all this by myself? You have never complained on the Earth. But you're sending an assault team. They will not definitely get in. You're just at the place, and you've proved you're capable of many things. Yeah, right. To my cost. Damn it, how am I gonna do this? According to my data, the entire complex is supplied by one rector. But note, Crispy can play his tricks. Right. I'll make a giant boom, and I'll need to be evacuated. To get out from there, you step out from my island. Just do it, Frank. Do it. Good luck. Copy. Okay, find a way to get to the reactor room. Supi. Muss ich jetzt also etwa ein paar Drogen zerstören? Ja, vermutlich. Ich frage mich, ob das Spiel hier einen Bossfight hat. Also einen richtigen Boss, extra als Ende. Weil bisher gab es ja einfach nur so normale Gegner halt als Bossfight, die halt sofort nicht da dran kamen. Zum Beispiel die Max oder so.
Ah, die sind ausgeschalten. Okay. Ich speichere trotzdem, weil ich traue dem Spiel nicht so ganz. Jo, es sind ja nur noch 3 oder 4 Kapitel, ne? Ja, glaub. Yep, Explosive Temper, danach kommt Caution Loaded, Time to Get Out und als letztes He Who Love Last. Ah, okay. Das hört sich ja entspannt an. Dann geh ich lieber hier lang. What? Wallhacker. Richtiger Wallhacker, ey. Hier muss ich nichts machen, oder? Wieder nette Poster. 135 steht da. Ob das irgendwas zu bedeuten hat? Hat es sogar. Cool. Oh, Mine. Wer hat das denn gedacht? Ist irgendwie so low resolution. Ich hätte irgendwie tatsächlich nicht gedacht, dass so irgendwas zu tun hat. Use the mines to explode lattice. Lattice? Ich glaube, ich muss da weg. Na, das war, denke ich mal, keine so schlechte Idee. So, nächstes Kapitel schon. Ja, das ist das drittletzte.
Ich hab's doch gesagt, ich glaube an uns. Jo, guck dir mal den Tresor an, Mann. Damn, boy. Ich muss dir die Lore kurz lesen, okay. Coole Lore. Boah, heftig, ey. Ja, Mann. Was wäre lieber so hier? Nicht, dass sich noch jemand beschwert. You can install the mines. There are 3 mines left to be installed. Ah ja, ich habe auch noch 3 im Inventar. Cool. Jetzt guck ich aber gerade mal, wo ich die installieren muss. Wahrscheinlich unten. Hm. Ja. Yes, get take the fuck out. Get out. Just joking. Oh, nächstes Kapitel. What? Okay, das geht jetzt hier so Schlag auf Schlag. Ja. Jetzt richtig ab. Speedrun, Speedrun. Ach, guck mal, die haben voll den Raum copy und pasted. Wir kennen den doch, oder? Ja, da sieht es ein bisschen aus wie dieses Kaninchen. Ja. Ja. Schon? Ich glaube, ich war ja nicht dabei, oder? Nee. Nee. Das war. Dafür muss man sich den ersten Part anschauen. Also jeder, der es soweit geschafft hat, kann zur nächsten Part und nochmal ein View geben, das weiß er nicht. Ich geh mal da hoch. What the fuck? Okay, ich glaube, wir können das Spiel heute durchspielen. Weil, wenn wir sonst aufs nächste Mal aufsparen, aber die Aufnahme nur so 10 Minuten lang oder so, dann ist irgendwie ein bisschen mehr. Lebt. Ich komme nicht durch. Na egal. Geh ich ja ein Stock weiter hoch. Da geht's irgendwie nicht weiter hoch, aber. Muss ich vielleicht doch außen rum?
Ja, ich habe fast keine Schuss mehr für den Assault Rifle, nehme ich mal die Shotgun. Der Elevator has been blocked. Also das ist aber tatsächlich genau der gleiche Levelabschnitt wie auch schon mal, weil da genau an der gleichen Stelle war auch ein Aufzug. Okay. Ja, wahrscheinlich sind denen dann gegen Ende irgendwie die Ideen ausgegangen und die wollten das Spiel einfach fertig bekommen. Und da dachten sich, gut, nehmen wir den alten Abschnitt, kopieren den rüber, ändern den optisch vielleicht ein bisschen ab und fertig ist. Na, bestimmt. Kann ziemlich gut sein. So, jetzt bin ich hier oben. Das habe ich verkackt. Get to the dwelling block of the building through the storage facilities. Warte mal, ich glaube, du musst jetzt, glaube ich, wieder den ganzen Weg zurück, weil du als ein bisschen Kran da irgendwie was hochkommen hast, was irgendwie vorher deinen Weg blockiert hat. Ah ja, stimmt, ich hatte die Kiste auch. Hochgezogen. Ich dachte, ich bewege den ganzen Kran, dann muss ich mich irgendwo hinbewegen, aber schaut dann wohl doch nichts so. Ja, ich kann jetzt hier unten wahrscheinlich durch zu dem Tor. Oder da rechts da über den Zaun springen. Ah ja. Schaut euch am einfachsten. Ja, nicht lineares Container. Oh Mann, ey. Ich finde den Soundeffekt aber toll mit dem Crashlager. Oh fuck. Okay. Da war ich etwas zu übermütig. Da in der Ecke hockt ihr noch einen, so kann der von hinten. Und da oben steht auch einer. Dann nehme ich erstmal das ganze HP-Zeug auf. Habe ich ihn noch getroffen? Okay, cool. Das natürlich, den sieht auch jeder.
Ah ja, stimmt, gut, HP. Ich geh jetzt nochmal zurück. Ich muss sicherlich hier hoch. Ist ja sowieso ein. Ja. Oh, okay, da ist schon Tor, ist alles klar. Hier gibt's wieder so ein komisches. Ah, okay. So, jetzt kann ich glaube ich oben. Jetzt ist es oben vielleicht safe. Bin mir aber immer noch nicht so sicher, was ich da oben machen soll. Ach so, gar nichts, okay. Ja. Raketen habe ich keinen. Die sind hostile. Das ist ein ziemlich seltsamer Granatwerfer Sound. Oh, warum? Es hört sich nicht so an, als ob so eine Granate verschießen würde, sondern einen richtig fetten Bolzen oder so. Achso. Also zumindest macht's eine Explosion am Ende. Yep. Solange es kaboom macht. Ich soll vielleicht nicht hinter dem Fass stehen, was explodieren kann. Bad idea. Warte, ich habe ja noch mehr Granaten. Ja. Granaten-Spam! Wie hält der denn noch aus, ey? Zu viel. Alles hält er aus. Yep. Yeah, eine ganze schön. Menge. Mein ganzes Arsenal überlebt. Ja. Achso, hier ist der Aufzug ja. Entblockt. Natürlich. Ja, und da hinten liegt der Raketenwerfer. Okay, wie sollen wir denn den bekommen, wenn die beiden noch leben? Das ist so schlechtes Design. Oder es war die Belohnung für den Kampf. Okay. Ja, kann auch sein. Ist aber durchaus serviert. Ich würde es besser finden, wenn man den Raketenwerfer findet, um dann die Max damit umzunieten. Ja, und dann nach dem Max bekommt man auch nochmal Munition für den, falls man den halt noch braucht. Ja. Yeah. No, sounds fucked up. Oh, letztes Kapitel. Yeah. Easy.
Das letzte Kapitel? Ich muss, glaube ich, les laufen und sorry. Das war's. Ah, gucken wir mal. Machen wir das dann noch durch, oder wie? Ja, klar. Ja. Nice. Es macht ja keinen Sinn, dann irgendwie wegen 10 Minuten halt einen kompletten Tag irgendwie zu verschwenden. So. Einen kompletten Aufnahmeabend halt. Ja. Na wohl. Find the access card to the president's office. Na gut. Dann mach ich mich auf den Weg. Also hier ist es wohl nichts. Okay, cool. Aber das eine Kapitel gerade eben, das war echt nur der eine Raum, ne? Der Raum, der schon mal copy and pasted war. Wahrscheinlich hatten die gegen Ende aber keine Zeit und Ideen mehr. Ja, ich glaube, es lag auch irgendwie eher an der Zeit, so. Die haben sich gedacht, wir brauchen ja vielleicht noch irgendwas, und dann haben sie halt noch eingebaut. Und da ist die Access Cards. Oh, der kam auf der Toilette. Okay, es ist zum Glück nicht Duke Nukem Forever, das Spiel. Das zu machen. So, jetzt gehen wir gleich zum President Office. Die sind alle mit dem psionischen Sinn ausgerüstet. Die können es fühlen, wenn ich die Access Card aufnehme, dann spawnen die alle. Natürlich. Oder die haben einfach bekommen sofort eine WhatsApp-Benachrichtigung. Hey, die Schlüsselkarte wurde aufgehoben. Ah, jetzt ist es statt meine Schicht. Ja. Hi, hier bin ich. Ich will ja nur noch rein wollen. Vielleicht gibt's noch HP oder so. Channel 1. Ah, Sport haben sie ausgewählt. Ich frage mich, was in der Zukunft so für Sport gespielt wird. Egal, so, jetzt geht's los. Finale, Leute. Finale. Welcome, Frank. Look, this is Project Zero. And your name is written on each bullet of his ammunition. You know what your tragedy is? You think you're a hero. In reality, I'm saving the world. There's no Rick's planet, and it has never existed. Southgate has devised this tall tale in order to set people like you against me. Frank, I managed to take control over all communications of the AX. I see you've almost finished. Crispy? Bye, Crispy. You lost. You think I can give up so easily, bastard? I hold all the aces. You're insane, Southgate. I'm saving mankind and just asking for a minor payment for this power. Do I deserve such an award? Unlike you, I'm working very hard, rather than making up mythical Earth-like planets. I've already got its location coordinates. Frank, finish with him. The reactor will soon explode. The reactor? Idiot! You'll initiate the chain tectonic reaction. The whole planet will fly to bits. The hell with it. We've started the operation, the Ark. I'll have to teach you and your trained dog a lesson. Die, Frank! Thank you.
Oh, der Bossfight ist anscheinend hier. Ich glaube, ganz schön schnell, der Typ. Und gucken wir mal, wie viele Raketen es braucht, um ihn zu töten. Okay. Bestimmt ein bisschen mehr als nur 3 oder 9 Raketen. Ist das Spiel damit danach auch vorbei? Ja. Alles klar. Das ist immerhin nicht so ein nerviger Bosskampf wie der aus Quake 4 da eine da. Ja, das sagst du jetzt, aber ich bin ja schon tot. Ja, stimmt. Ja, schau mal. Find's auch toll, wie der Oberbösewicht ein Kultist ist oder so ein Mist. So ein Pech-Kultist. Einfach im Kreis laufen, das hilft schon. Ja. Ich bin der Circle Strafe Master, nachdem ich Quake 3 Arena auf Hardcore-Difficulty gespielt habe. Es kann dich nicht kriegen, es hat seine Probleme, es... Oh nein! Ja, das, der hat einen Bug in der Programmierung. Er kann schnell laufen, aber er kann sich nicht schnell wenden. Genau. Ja, da noch ein bisschen SMG drauf. Wirf einfach alles entgegen. Oh ja. Alles, was du hast. Vielleicht die blauen Tentakel oder so abschießen. Ja. Die blauen Röhre. Nö, glaub nicht. Vielleicht muss einfach drauf schießen. Ich dachte, die wären schon ein Fuck Me Like oder so. Ich sehe überhaupt so Schaden hinzu. Das weiß kommt ich gar nicht. Die Ehre, Frage. Leute. Das ist leider so einer von diesen Bosskämpfen, die keine richtigen Kämpfe sind, sondern eher ein Puzzle. Du... Oh nein. Oh, großartig. Ja. Also draufschießen ist komplette Verschwendung. Oh, das heißt, ich muss hier so rumlaufen und... Ja. Oh nein. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Oh. Weil heutzutage man ja nichts aus ohne einen Puzzle-Combat machen kann. Obwohl das ja schon 14 Jahre alt ist, sogar. Mindestens. Ja, Puzzle-Kämpfe sind nichts Neues. Zum Beispiel bei Soul Reaver zum Beispiel, ich sehe da Bosskampf ein Puzzle. Ja. Stimmt. Aber das ist... Bei Soul Reaver kann ich das ja noch halt verkraften, weil das halt irgendwie so ein Action-RPG ist oder so. Action Adventure? Ey, ich bin mit den Genre-Gebungen nicht so ganz, Ich denke aber schon, das ist so ein Action Adventure, ja. Das muss ich schon so sagen. Aber ich rede jetzt halt mehr von Shooters und so. Ich muss wahrscheinlich warten, bis das Ding hier wieder zurückkommt, ja. Um nicht zu viel zu verraten, die Brücke spielt dabei eine wichtige Rolle. Ja, also, die Brücke spielt eine richtige Rolle. Die Brücke. Muss ich wahrscheinlich da irgendwie hin. What?
Kann ich mal den Hangar öffnen? Okay. Oh ja. Na, du musst ein bisschen, ja, hier dann einsperren wollen. Denke ich auch mal. Auch so ähnlich wie bei diesen ein Unverwundbarkeitsvieh in Dead Space. Waren, glaube ich, vierten oder fünften Kapitel, glaube ich. Hat man den dann nicht mit Raketenantrieb oder so zerstört? Oder war es nicht mit der das war erst am Ende. Man hat den zweimal bekämpft. Einmal musste man ihn in eine Gefrierkammer einsperren und beim zweiten Mal musste man ihn in den Brenner von einer Triebdüse. Ja. Einschmelzen. Wow, der deaktiviert sich einfach nur. Was ist das denn für eine Kammer? Ist das eine EMP-Kammer oder sowas? Stimmt. Boah, das war der langweiligste Endbosskampf überhaupt. Das war um einiges mehr lame, als einfach nur gegen ihn im 1 gegen 1 Kampf zu kämpfen und einfach nur Schüsse so zu verteilen. Das wäre viel cooler gewesen. Warum muss das Puzzle sein, zu behindern? Du lockst ihn einfach in irgendein Container-Ding, sperrst ihn dort ein und dann fährt er einfach runter. Toll! Auf einmal, wo kommt der jetzt her? What the fuck? Auf einmal kommt Man. Auf einmal kommt der Präsident. Das ist doch der Präsident, oder? Ich hab keine Ahnung. Was soll passieren? I needed the vaccine chemical formula. Crisby told the truth. There is no Earth-like planet. The data I had received from that group was only the coordinates of one more planet where the mineral is located. I only needed the formula, and here it is. It's all about power? Of course. Could I let such a half-wit like Crisby have this chance? Now I lead the exodus from the Earth. I will be the new Noah, the king of the epoch, the Lord. Well, I guess you don't need a witness. Right. I've readjusted the bomb to my cardio code. When I fly away, the signal will stop and the reactor will explode. It was nice to deal with you, Frank. I'm nearly sorry. Boss, what if you die? Will everything be blown sky high? You are a dreamer, Frank. But, in fact... Well, yes. I'm also nearly sorry. Okay. Großartig. Großartig, der ist wow. 1A Writing. Das ist das war's. Das war's. Yeah. Wir sind durch. Wir sind durch. Wir haben's geschafft. Ja. Okay, das heißt, die Bomben sind explodiert und wir rennen jetzt quasi weg und ich. Also, und das ganze Ding, die ganze Story war einfach quasi so ein Hoax, um an die Droge zu kommen. Okay. Ja. Toll. Und dann ist er selbst gestorben und dann bist du gestorben in dem explodierenden Haus. Alles ist gestorben. Ja, einfach alles ist dead. Ja. Großartig. So viel zu dem Exodus. Exodus from this game. Ha? Ich hab doch... Das Ziel ist es, aus diesem schrecklichen Spiel rauszukommen. Und es hat nicht mal Musik in den Credits. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Entwickler einfach nur pleite gegangen sind.
Ja. Vor allem die Seite, die ich gefunden habe, die war nur eine Archive-Seite und nicht die richtige Seite. Ja, die Entwickler, die gibt's 100% nicht mehr. Yep. Aber, okay, ich meine, wir machen halt am Ende immer ein Fazit, nachdem wir ein Spiel durchgespielt haben. Und mein Fazit zu dem Spiel ist halt, also um ehrlich zu sein, ich habe irgendwie so ein bisschen so einen Softspot für das Spiel halt, weil es macht halt irgendwie was, das machen halt nicht mehr so viele Spiele mittlerweile oder heutzutage, die halt einfach nur eine zusammenhängende Story halt quasi haben, von Anfang bis Ende und halt nicht irgendwie Teil von so einer Serie sind oder irgendein Tie-In oder irgendeinem Franchise halt angehören. Und wenn man es halt auf leicht spielt, dann kann man damit schon irgendwie, glaube ich, bis auf, keine Ahnung, 4-5 frustrierende Stellen, was zugegebenermaßen eigentlich schon ziemlich viele sind, aber ja, wenn man es halt auf leicht stellt, das Spiel, ist es gar nicht mal so schlecht. Das Einzige, was einen halt vielleicht mega abtören könnte, wären halt diese Speicher- und Ladebugs, dass halt die Framerate komplett stirbt und oder halt das Field of View, wodurch man halt Kopfschmerzen hat. Aber ich meine, ansonsten, wie gesagt, ansonsten ist es eigentlich gar nicht so mega scheiße. Es lässt sich halt ziemlich gut runterspielen einfach. Und ja, deshalb, ich meine, es lässt sich halt nicht anders beschreiben als, ja, es ist ein Videospiel. So, aber es ist halt nicht aggressiv schlecht. Das ist meine Meinung. Also ich würde dem Spiel eine 7 von 9 geben. Faire Bewertung. Ich kann da halt eher wenig sagen, weil ich habe jetzt nur die letzten 3 Stunden gesehen vom Spiel. Ja gut, ich meine, es sind 50%, weil die anderen, ich meine, sind es genau 2 volle Aufnahmen gewesen. Alles klar. Also für mich sah das jetzt einfach nur, so wie Videospiele aus. Und ja, das ist, Backplots sind ab und zu ziemlich witzig, aber ansonsten ist einfach ein Videospiel. Ich fand's ja langweilig. Tut niemandem weh, ist jetzt auch nicht überbesonders, es ist halt da. Und es, aber definitiv kann man das einigen modernen Videospielen sogar vorziehen. Jo, denke ich auch. Alles klar. Genau. Also dann, wenn niemand noch irgendwas zu sagen hat, dann war es das, glaube ich, für diese Aufnahme und für das Spiel Exodus from the Earth. Ich bin froh, dass ich es mal durchgespielt habe. Ja, das saß jetzt eine Weile in meiner Steam-Library. Und ja. Ansonsten wären wir da fertig. Und dann würde ich mich mal verabschieden. Jo, ciao. Jo. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.